Servus vom Serve. In dem Willkommensvideo geht es darum, was macht der Serve eigentlich und warum lohnt es sich für dich dran zu bleiben. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht, weil sonst kann ich das alles gar nicht erfassen. Und zwar, ich bin Michael Serve, also wie die Reserve, und bin seit 1995 Vermögensberater, Investor und Autor des Buches Von der Wildsau zum Sparschwein. Und ich komme mir mal ein bisschen so vor wie eine Pfizer-Referentin, wenn es um das Thema Geld geht, weil, also stell dir einfach mal vor, ich wäre eine Pfizer-Referentin und hätte Viagra in der Tasche, ja, und ich frage dann in die Männerrunde, wer hat Potenzprobleme, wer meldet sich da? Und genauso ist es leider auch mit dem Thema Geld, es ist nach wie vor ein Tabuthema in Deutschland, als wenn man sich über Hämorrhoiden unterhält, und das Ganze will ich ändern, deswegen diesen Kanal. Ja, und dadurch, dass Wohlstand und Persönlichkeit untrennbar miteinander vereint oder verbunden sind, geht es in dem Kanal um Cashflow und um Workflow, also dass du im Fluss bleibst. Also alle für die, die finanziell und persönlich freier werden wollen. Ja, warum tauche ich dafür? Das könntest du vielleicht auch noch fragen. Deswegen möchte ich dir also einen Auszug aus meinen Seminaren geben, die ich also besucht habe, also die ganzen Ausbildungen, Seminare, neben den tausenden Gesprächen aus den letzten 20 Jahren, also nach dem Motto Diagnose, dicke Hose. Also zum einen habe ich Seminare und Ausbildungen genossen bei Roland Arndt, Klaus J. Fink, Bernd Würzler, Helmut Pfeiffer, Brian Tracy, Claudia Engelmann, Hubert Schwarz, Roger Rankel, Bernd W. Klöckner, Werner Tiki Küstenmacher, Barber Consulting, Peter Savchenko, Bodo Schäfer, Alexander Christiani, Professor Jenewein, das war der Coach von der Nationalmannschaft, Jörg Löhr, Jürgen Höller, Dirk Kräuter, Alfred Erstieler, Pallas, Monika Mahn, Stefan Köhler, dann an der Frankfurt School of Finance and Management bei der Deutschen Akademie für Vermögensberatung und habe meinen zertifizierten Abschluss von der IHK in Frankfurt. Ja, und da ging es um Themen, beispielsweise die Spielregeln des Erfolges, die Spielregeln der Erfüllung, die Spielregeln des Verkaufs, Zeitgewinnseminar, Telefontraining, Empfehlungsmarketing, Führungsausbildung, erfolgreicher Kundenumgang durch emotionale Intelligenz, die vier Grundtypen im Verkauf, Leistungspsychologie, Partnerschaft, NLP-Grundlagen, Erlernen von bewusster Kompetenz, Gesprächsziele überzeugend durchsetzen, Körpersprache, Beschwerdemanagement, Positionierung, Führung im Wandel, bla bla bla. Ja, ich weiß, wie gesagt, nach dem Motto, ja. Diagnose dicke Hose. Ja? Also kurzum, es ist eine Wissensdatenbank, auf die du auf jeden Fall zurückgreifen kannst und auf die ich auch sehr stolz bin. Und der Kanal ist im Endeffekt für alle, die eher die Chancen sehen wollen und sich nicht durch Angst führen lassen wollen oder durch ein schlechtes Gewissen. Das kommt leider oft sehr, sehr oft vor. Das heißt, mir geht es ja um Aufklärung, also dass du nicht mehr geldblöd oder lebensblöd bist. Ja, es ist leider oft so, dass viel Mist verbreitet wird, um Panik zu machen. Und es ist so, dass ich auch, klar, ich habe auch Angst vor gewissen Sachen, aber ich will so gut wie es geht in jeder Situation die Chance sehen. Ja? Die Chinesen haben das richtig erkannt, die haben dasselbe Symbol für Krise und Chance. Und um das geht es mir ganz, also dass ich den ganzen Halbwahrheiten entgegenwirke, weil die meisten werden zum Beispiel aufgrund von Geschäftsplänen für dumm verkauft. Und die Frage ist, warum wir also zum Beispiel diese ganzen Spielregeln nicht in der Schule lernen, weil bei den wichtigen Themen wie Geld, Beziehung oder Kinder lässt uns der Staat alleine. Dabei ist es wirklich so einfach, die Grundregeln zu verstehen und anzuwenden. Tja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und mir geht es immer wieder um Wohlstand, deswegen auch nochmal die Definition von Wohlstand. Und zwar ist es nämlich die Tatsache, dass man mit allem, was zum Leben notwendig ist, reichlich versorgt ist. Genau, so, also, dass ich mir das gönnen kann, was ich wirklich brauche und dass ich eben Nein sagen kann, wenn ich Nein sagen will. Das ist für viele ganz wichtig. Oder eben Ja zu sagen, wenn ich Ja sagen will. Ja, was ist meine Vision, meine Mission? Und zwar geht es mir darum, dass Arbeit muss sich lohnen. Ja? Wir müssen den Mittelstand in Deutschland wieder stärken und es muss, also Arbeit muss ein erfülltes Leben zulassen und ich will hier die Leistungsträger erreichen, die das Rückgrat unserer Gesellschaft sind und die sich das als Rückgrat auch verdient haben. Und weil ich auch weiß, dass es mit den einfachen Tools so, so viel einfacher sein könnte, also dass du rauskommst aus dem Trott des Hamsterrades, den so oft der Durchschnittsdeutsche lebt, und hin zu mehr Gestaltungsfreiheit, Lebensfreude und genug Knete auf dem Konto. Ja, und dazu baue ich seit Anfang 2016 meinen YouTube-Kanal aus als Unterstützung für meine Leser. Und es geht also um die Vertiefung von den Inhalten meines Buches und um die Spielregeln, die 7 Spielregeln für Wohlstand 4.0. Und das Ganze nicht ganz so ernst, aber dennoch seriös, wie man das auch aus meinem Buch gewohnt ist, wenn du es schon gelesen hast. Ja, dann so ein bisschen meine Story, also für alle, die noch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchten, also meine Story vom Tellerwäscher zum Millionär, also meine Reise und Stolpersteine zum Erfolg. Also zum einen, ich komme aus dem Nahen Osten,
Also aus Sachsen, ich bin also jetzt hier in Bayern, um Entwicklungshilfe zu leisten. Ich war früher immer der Kleinste in der Schule, bis ich 14 war oder sowas oder 15. Also ich war ein relativer Spätentwickler und das war auch ein ganz wichtiger Prozess für mich, um mich im Leben zu behaupten, weil ich konnte mich nur mit meiner Klappe wehren. Ja? Also deswegen bin ich auch Maulwerker geworden. Und ich hatte von meinen Eltern auch nie Geld bekommen. Ich musste mir alles selber arbeiten, war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also dass ich mir holen musste, was mir zusteht. Ich habe damals Ferienarbeit gemacht ich glaube 37 Grad im Schatten, wo meine Freunde im Freibad waren, habe ich im Straßenbau geschuftet. Habe in der Ausbildung in der Schule gebohnert. Das ist auch nicht gerade cool, wenn du ein Mädel haben willst. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben war, meine Mutter hatte nach der Scheidung, ist sie mit mir weggezogen und hat gedacht, jetzt kannst du sie auf heile Familie machen. Da war ich 17 und dadurch, dass ich eben ein Spätentwickler war, habe ich dann so ein bisschen die Sau rausgelassen. Ich war nie patzig zu meiner Mutter, aber sie konnte mit der Situation nicht umgehen, dass ich heute zu Hause nicht mehr da war. Also, ja, wer das kennt, pubertierende Kinder, die ziehen dann halt eher mit ihren Kumpels um die Häuser. Und da hat sie mich dann damals rausgehauen, einfach überraschend, hat sie mir bis heute auch nicht erklären können, obwohl sie Pädagogin ist, ja. Also hatte damals ein schwaches Nervenkostüm und dann war ich in der Küche gestanden und sie hatte noch so ein großes Küchenmesser in der Hand und hat gesagt, so, jetzt kannst du gehen. Also irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich dann meinen Säckel gepackt, also meinen Schlafsack und einen Wecker. Und das war keine schöne, aber eine wichtige, im Nachhinein eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mein Leben. Weil, wenn du mal nicht mehr weißt, wo du nach der Arbeit, also das war noch in der Lehre, nach der Lehre, oder wo du hingehen sollst, ja, wenn du dann in Parks kacken musst und ja, Entschuldigung den Ausdruck, aber ja, vielleicht kann man sich da so ein bisschen reinversetzen, war eine extreme Prägephase auch für die Situation, dass ich mitbekommen habe, wer ist mein Freund und wer nicht. Also interessanterweise auf die Menschen, wo ich gedacht habe, auf die ich mich verlassen konnte, auf die konnte ich mich nicht verlassen. Und ich wusste, dass ich mich zumindest, oder ich habe gelernt, mich auf mich zu verlassen. Habe zum Beispiel in der Zeit auch dann kein Alkohol getrunken, weil ich wusste, ich brauche meinen klaren Geist. Ja, das waren dann ein paar Wochen und Monate, die mich geprägt haben. Ich war dann aber irgendwann, ich wäre dann auch dran zerbrochen. Also wenn ich dann nicht Hilfe nochmal bekommen hätte durch eine eigene Wohnung und so weiter, wäre ich dran zerbrochen. Ja, auf jeden Fall habe ich gelernt, dadurch bodenständig und dankbar zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe den Boden unter den Füßen trotz allen Erfolges nicht verloren. Ja, dann ich habe Abitur gemacht. Und wollte dann weiter studieren, Thema Elektrotechnik, und wollte auch Kampfpilot werden und so weiter. Das konnte ich mir auch damals nicht leisten. Und so bin ich Kundendiensttechniker geworden. Also bin hier ins kalte Wasser in Bayern gesprungen, habe vorher noch, damit ich nicht arbeitslos war, als Bauhelfer gearbeitet. Also arbeiten habe ich gelernt. Und dort bei dem Kundendienst habe ich auch eine schöne, oder war im Endeffekt eine Erfahrung, weil dadurch, dass ich ins kalte Wasser geschmissen worden bin und eben mir keiner so richtig oder mich keiner richtig vorbereitet hat, da habe ich die ganzen Kassen mit nach Hause genommen, zerlegt, zusammengebaut, selber Fehler simuliert. Also wenn einer sagt, na, das geht nicht, ja, dann musst du dir halt die Arschbacken, Entschuldigung, ja, zusammenzwicken, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert und dann klemmst du dich einfach ein. Also versuchen geht nicht, sondern machen. Ja, ich war bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe. Und da gibt es einen schönen Spruch, ja. Also, wir sitzen alle in einem Boot, wie war es immer, das Heer rudert, die Luft, nee, warte mal, das Heer rudert, die Marine lenkt und die Luftwaffe fährt Wasserski, genau so war es. Also, an alle Kameraden, ja, war auch interessant, wie stupide und abgestumpft das Ganze ist. Wir hatten damals kein Feindbild mehr, also, das war dann 91, war ich bei der Luftwaffe, bei der Bundeswehr. Ja, und 94 habe ich mich dann selbstständig gemacht, war schon immer mein Ziel, weil ich einfach kreativ bin und eigenständig bin und keinen Boss über mir habe. Also ich habe da so ein gewisses Obrigkeitsproblem. Ja, deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht, habe dann auch meine Klamotten symbolisch verbrannt, um mir den Rückweg abzuschneiden, mental. Ja, dass ich weiß, es geht kein Zurück, es geht nur nach vorne, weil ich habe wirklich bei Null angefangen. Ich hatte hier kein Netzwerk, das ich gebraucht hätte, wie viele andere. Ich habe mir wirklich alles selber erarbeiten müssen. Und ich habe mit meiner Frau damals zum Beispiel Situationen geübt, rauf und runter, wenn wir irgendwo einen Ausflug gemacht haben im Fahrrad, dann haben wir Gespräche geübt und sie hat praktisch den Kunden gespielt und sie konnte das wunderbar spiegeln, weil sie dann irgendwann alle Argumente gekannt hat und ich habe mich dann selber trainieren können. Ja, warum wollte ich, oder was zu meiner Geschichte, warum ich mich auch selbstständig gemacht habe? Also ich sehe mich als Finanzcoach und Finanzdolmetscher. Und ja, ich war es im Endeffekt leid, dass die Zeit kaum verging, also wer das kennt. Auf Arbeit, ja, du schaust auf die Uhr und dann das geht gar nicht so richtig vorwärts. Oder du schaust früh auf die Uhr und sagst, oh, noch 2 Stunden bis Frühstück, vom Frühstück noch 3 Stunden bis Mittag und vom Mittag noch 4 Stunden, bis ich nach Hause gehen darf. Ah, das ist ja furchtbarer Trott. Und ich habe auch keine Anerkennung bekommen. Also hier in Bayern gerade ist ja nicht geschimpft, ist gelobt genug. Absoluter Quatsch, aber ist halt so. Oder wenn du ein Jahr vorher Bescheid geben musstest, dass du urlaubsreif bist. Also
Nee, ich wollte mich immer selbst verwirklichen und selbstbestimmt ein Leben führen, also unabhängig von anderen und auch nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Ja, und Geld war auch ein Grund, ja, weil das ist natürlich als Selbstständiger kannst du einfach mehr Geld verdienen. Ja, das Ganze war natürlich steinig, aber sehr lohnenswert und ich habe auch meinen Beruf schon mal in Frage gestellt. Ich wollte nie Vermögensberater werden oder Finanzcoach. Das hatte ich nie auf dem Schirm. Ich wollte immer was anderes werden, aber bin da so reingeschlittert, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Und irgendwann habe ich dann mich spezialisiert. Ich habe da mal einen Spruch abgeschrieben von Mark Twain. Der hat gesagt, die zwei bedeutendsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Ja, und warum habe ich dann irgendwann gemerkt, oder glaubst zumindest, weil ich habe immer, bis auf das erste halbe Jahr in meiner Tätigkeit als Selbstständiger, habe ich immer gutes Geld verdient. Aber ich habe nie genug Geld gehabt. Also ich hab, so wie es gekommen ist, habe ich es ausgegeben. Also die Einnahmen sind gestiegen und die Ausgaben sind gestiegen. Also meine Verpflichtungen sind auch hoch. Und das habe ich auch gemerkt, wir beschäftigen uns so oft, wie wir Geld verdienen können oder wie man es vielleicht auch vermehren könnte, ja. Aber zu wenig damit, wie man es behält. Also von der Reinschaufeln ist eben eine Geschichte, aber behalten ist die andere Geschichte. Und man hört auch so viel im Internet über Geld verdienen und Ertrag, aber auf der Jagd nach dem schnellen Geld und dem Ertrag wird einfach zu viel Geld verbrannt. Ja, und deswegen geht es mir hier auch darum, um den sicheren Weg zum Wohlstand, also den mentalen und natürlich auch den finanziellen Wohlstand. Und mich hat das alles genervt, dass es so viele Halbwahrheiten gibt und deswegen möchte ich einfach ein bisschen aufklären. Ja, und es gab natürlich auch ein paar Schlüsselerlebnisse, die mich zum Umdenken bewegt haben und warum ich auch eine Entscheidung gefällt habe. Das war vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, du, pass auf, ich muss etwas ändern. Das eine war, dass so ganz kurz am Rande meine EC-Karte eingezogen wurde und ich musste zu einem Banker, zum Rapport, ja, der also noch weniger verdiente als ich. Das war ein Punkt. Das zweite war, ich war so stets bemüht, dass ich meinen Kunden eine finanzielle Unabhängigkeit bringe. Aber selbst die zahlreichen Bücher, Seminare und sonst irgendwas, was ich gemacht habe, hat alles nicht geholfen. Und weil es einfach viel zu viele Situationen gab, wo es nicht funktioniert. Also wie dieser klassische Tipp, der leg einfach 10% weg und übers Vermögen, das hat sich dann als Binsenwahrheit herausgestellt und so weiter und so fort. Und das kannst du eben von den ganzen Geldgurus nicht wirklich lernen. Und deswegen, du musst es selbst leben und das habe ich auch selber gelebt. Und ich, oder die leben oft nicht das, was sie lernen, ist ja auch oft der Punkt. Ja. Und der dritte Punkt, was das endgültige K.O.-Kriterium war, war eine Betriebsprüfung mit einer Steuernachzahlung von 80.000 Euro und ich hatte keine fragwürdigen Steuersparmittel. Ja? Also es war alles in Absprache mit dem Steuerberater, der dann natürlich dann auch sich rausgeredet hat, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber dadurch stand die Existenz von meiner Firma auf dem Spiel. Also ich war damals wirklich kurz davor, pleite zu gehen oder hätte dran zerbrechen können. Also wie gesagt, ich hatte einfach diese Rücklagen, die Cash-Rücklagen nicht und habe mir dann einen Plan gemacht, weil einfach ein unbedingter Wunsch entstand daraus, eine nachhaltige Strategie zu entwickeln, die wirklich mehr Unabhängigkeit bringt. Und damit habe ich alles auf den Kopf gestellt und verzweifelt nach was gesucht. Und am Schluss entstand dann so ein ganz pragmatisches System, wonach ich dann nach einem Jahr alles hinter mir gelassen. Also diese ganzen Ärger von den 80.000 Euro, das hatte ich dann ganz schnell in den Griff bekommen. Und seitdem habe ich wirklich immer genug Cash. Ich war nie mehr im Minus und ich spare regelmäßig. Also vielleicht auch noch ein Hinweis, warum Cash? Damit du zum Beispiel auch mal gegen das Finanzamt klagen konntest. Das konnte ich damals nämlich nicht, weil das ist wie so, und das musst du dir vorstellen, wie so ein türkischen Bazar. Die haben zu mir gesagt, 80.000 Euro, und ich habe gesagt, was ist denn, wenn ich jetzt dagegen vorgehe? Weil ich habe ja auch Rechte und ich weiß, bei anderen Kollegen ist es durchgegangen. Hat er gesagt, ja, dann wären erst mal 110.000 Euro fällig. Also alles das, was ich dir gerade so als Zugeständnis gegeben habe, wird fällig. Also dann 110.000 Euro und die Mühlen der Justiz mal langsam, hat er mir damals gesagt. Also wusste ich, okay, ich brauche genug Knete und deswegen quellen seither meine Girokonten als auch die Kunden-Girokonten über. Und das ist deshalb so wichtig, weil das ein Bewusstsein schafft, dass dir keiner was anhaben kann. Weil mich immer wieder fragen, ja Michael, ja, das ist doch unrentabel. Klar ist das unrentabel, aber Rendite spielt erstmal keine so eine große Rolle. Und wer das selber noch nicht erlebt hat, dass man damit Geld nämlich magisch anzieht, da komme ich gleich nochmal drauf, da kann er auch nicht mitreden, ja, weil das ist wirklich wie beim Sex. Entweder du machst es oder du redest drüber. Ja? Das ist... Ja, du musst es einfach selbst erleben, Punkt, ja. Und das eben, dass du viel Cash haben solltest, das ist ja an sich auch eine Weisheit im Unternehmertum, Cash is King, aber das ist eben eine Geschichte, die dir der Mainstream nicht sagt, weil da keiner was dran verdient und damit auch keiner ein großes Interesse dran hat, dass du Cash bunkerst. Und aber bei mir waren dadurch diese ganzen Sorgen und Existenzängste weg, weil ich auch gesehen habe, dass es vorwärts geht und ich immer mehr Geld hatte, als ich wirklich brauchte, mir dadurch auch einen Nein-Logger leisten kann. Das ist eine extreme seelische Last, die von einem fallen kann. Und was eben noch entstanden war, dass durch dieses System ein positiver Nebeneffekt, ein mentaler Nebeneffekt entstand, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Weil dadurch, dass mein Erfolg sichtbar wurde, steigert das das Selbstvertrauen. Deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, dass Persönlichkeit und Geld untrennbar miteinander zusammenhängen. Und dadurch entsteht ein sogenanntes Wohlstandsbewusstsein. Die meisten haben übrigens ein Mangelbewusstsein, also den Mangel, das ist immer an irgendwas. Und mit diesem Wohlstandsbewusstsein ziehst du aber auf magische Weise Geld an. Ja, ja, last but not least noch ein Hinweis. Ein Punkt, weil ich habe ja auch gesagt, so den, nicht ganz so ernst, aber seriös. Du wirst mich auch nie mit Krawatte sehen. Warum nie mit Krawatte? Ich habe mal diesen Spruch gehört, fand ich ganz gut. Was ist so der Unterschied zwischen einem Ochsenschwanz und einer Krawatte? Also der Ochsenschwanz bedeckt das ganze Arschloch. Ja, ist, manchmal ist es auch so, aber okay. Dann möchte ich natürlich noch verweisen auf das, dass beim, wenn du abonnierst, dass du diese Glocke mit anklickst, weil sonst kriegst du keinen Hinweis, wenn ich ein Video hochlade. Ich müll dich bestimmt nicht zu und wenn, jetzt siehst du ja am Titel, ob es dich interessiert oder nicht. Warum mache ich Werbung, wollte ich auch noch mal kurz sagen, weil ich mal gehört habe, also die paar Euro, die ich da verdiene im Jahr, kannst du wirklich vergessen. Oder wenn das auch mal mehr wird, ich verdiene mit meinem Hauptgeschäft genug Geld. Aber mir hat mal einer gesagt, dass es YouTube dann das Video besser oder besser durch den YouTube-Algorithmus geht. Keine Ahnung, so wenn mir einer das sagen kann, ändere ich das auch gerne ab. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du öfters mal reinschaust und mitdiskutierst. Ich danke dir recht herzlich, Knoten, deswegen nochmal einen Schluck. Also ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und bis bald. Ja, euer Michael. Ciao, ciao.